Ja, meine Schulzeit, die war nicht wirklich toll. Ich habe seit der 8. Klasse keinen Bock mehr gehabt, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe das Gymnasium geschmissen nach der 8. Klasse. Ich hatte die Schnauze voll von dem ganzen Konditionierungsgabe der Lehrer. Bin ausgebrochen. Auf mich war kein Zugriff mehr möglich. Ich habe dann gerade noch so den Hauptschulabschluss gemacht und wollte einfach nur Geld verdienen, arbeiten gehen, mich um mich selber kümmern. Es wurde mir verwehrt, eigene Erfahrungen zu machen. Ich hatte schon immer einen sehr ausgeprägten rebellischen Urtrieb in mir gehabt. Und ja, der wurde mir im Sinne von Konditionierung halt oftmals zum Verhängnis. Ich habe die Kurve erst gekriegt, wie es im Leben oftmals halt wirklich auch so ist. Es muss erst richtig wehtun, du musst richtig auf die Fresse fliegen. Und das ist mir passiert. Ich war kurz vorm Verrecken, ich war kurz davor, mich umzulegen, dass ich sagte, hey, nee, jetzt suche ich mir die Informationen da, wo sie vorhanden sind, übernehme die Verantwortung komplett für mich und natürlich meine Bereitschaft, hey, ein lebenslang zu lernen, und zwar das, worauf ich Bock habe, nicht was irgendjemand meint, was für mich wichtig sein müsste, was andere glauben, was ich lernen muss. Diese Freiheit, die nehme ich mir raus und seitdem geht es mir gut.